Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic mit mir, dem Drehwerk. Bin gerade so ein bisschen, naja, genervt wäre schon übertrieben, aber schon so ein bisschen angenervt, nennen wir es so. Weil ich wollte schön Star Wars aufnehmen, denk mir so, ja, da können wir ja schon mal die neue Gamecard einlösen. Das ist dann auch gemacht. Und dann wollte ich einloggen. Und dann hieß es mal wieder, wie schon 15.000 Mal davor, ja, ihr müsst jetzt aber erstmal updaten. Und dann braucht ihr erstmal eine Dreiviertelstunde zum Updaten. Finde ich echt nervig. Na gut. Wo gehen wir denn? Tatooine, Alderaan. Beides Level 39, sag. Okay. Fangen wir mit Alderaan an. Ja, mit Alderaan. Dann haben wir das Schlimmste hinter uns. Wo sind wir denn? An der Station sind wir noch. Na gut. Der Quinny ist auch schon bereit. Das ist Tatooine. Wo ist denn hier Alderaan? Da ist Alderaan. Keine Gnade. 28 bis 32. Warte mal, wir können ja mal gucken, was das hier ist. 24 bis 28. Okay, dann gehen wir da als erstes hin. Ich möchte nämlich erst die kleineren Level machen. Aber machen müssen wir es so. Oder so. Für die Hauptquest. Was denn nun? Die Wüste von Tatooine erwartet dich, mein Schüler. Seit dem Verhör des republikanischen Agenten hier auf Drom und Kaas habe ich einiges in Erfahrung bringen können. Ich bin mir sicher, dass Nomen Kaar seinen begnadeten Padawan nach Tatooine geschickt hat, um sie vom legendären Meister Yonlak ausbilden zu lassen. Vor Jahren habe ich den Rat der Sith aufgefordert, diesen Jedi zu jagen und zu vernichten. Sie haben es abgelehnt und Yonlak ist hier auf Tatooine untergetaucht. Ja, und was ist an dem so besonders? Er versteckt sich in der Wüste. Warum sollte uns dieser feige Jedi etwas angehen? Er war der bedeutendste Jedi-Ausbilder seiner Zeit. Und die Macht ist noch immer stark in ihm. Yonlak hat die Kräfte dieses Padawans geformt. Und nun sind sie durch ein besonderes Band verbunden. Finde und zerstöre ihn. Ja, mit Vergnügen. Der alte Mann wird vor mir auf die Knie fallen. Nomen Kaar hütet seine Schülerin. Also locken wir sie heraus, indem wir alles vernichten, was ihr etwas bedeutet. Meine Dienerin Sharak Brief wird dir helfen. Sie ist recht exzentrisch und etwas gewöhnungsbedürftig. Sei nachsichtig mit ihr. Ja, Nachsicht ist ja meine Stärke. Nicht. Ich werde ihr alles geben, was sie braucht, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Und ich sage dir, dass sie vor allem Toleranz braucht. Das wäre alles. Warum ist eigentlich immer die Macht stark in jedem? Kann ja gar nicht sein. Wenn die Macht überall so stark wäre, gäbe es ja immer Super Elite, Jedi und Sith. Das ist ja Blödsinn. Gibt's ja nicht. Kann ja nicht. Geht ja nicht. Nein. Was willst du machen? Wenn die meinen, das muss so, dann muss das so. Also jagen wir jetzt die kleine Padawan-Biene, hätte ich fast gesagt. Padawan-Line. Die soll nachsichtig sein. Oh. Vor allen Dingen, ich soll tolerant sein. Gott. So, als erstes werde ich die mir helfen soll, umbringen. Dann brauche ich nicht mehr tolerant sein. Das ist am einfachsten. Ach komm schon, die letzten 3% muss ich jetzt hier nicht so einen Hermann machen. Also geht. So,
Wo sollen wir denn? Wo haben wir denn da? Der ist hier ja schon. Willkommen im glühenden Sand von Tatooine. Ich bin Sharak Brief. Unser Herr und Meister Darth Barras hat mich gebeten, mein Wissen über diesen Planeten mit euch zu teilen und euch bei der Suche nach dem Jedi-Meister Yonlak behilflich zu sein. Ja, aber ich nehme niemanden. Barras ist nur auf dem Papier, mein Meister. Ich wollte euch nicht beleidigen. Die nächste Zeit diene ich allein euch. Ja, entspann dich. Alles halb so wild. So leicht lasse ich mich nicht verletzen. Eure Stärke wird euch bei eurer Reise sicher noch von Vorteil sein. Ihr findet Meister Yonlak, wenn ihr dem Weg der Padawan-Schülerin und ihres Meisters folgt. Ich zeige euch, wo sie aufgebrochen sind. Ich bin ihnen zur verbotenen Höhle des alten Sanddämons gefolgt. Die Schülerin ließ all ihre Waffen zurück und betrat sie allein. Kaum zu glauben, dass sie unversehrt zurückkehrte. Tja, dann war die Bestie sicher fort. Vielleicht war der Dämon nicht in seiner Höhle. Das habe ich auch vermutet. Der Sanddämon ist die gefährlichste Kreatur dieses Planeten. Niemand betritt seine Höhle und kommt unversehrt wieder heraus. Ich habe nachgeforscht und der Dämon war dort, ebenfalls unversehrt. Das Erstaunlichste war dieses Glitzern auf seiner Haut. Ihr Glitzern? Das ist wirklich merkwürdig. War es Blut? Kein Blut aus einer Wunde. Eher wie die schmierige Substanz, von der Neugeborene umhüllt sind. Was in dieser Höhle vorgefallen ist, bleibt genauso ein Geheimnis wie der Weg, den die Padawan-Schülerin und ihr Meister danach genommen haben. Es gibt nur einen Mann auf Tatooine, der Licht ins Dunkel bringen könnte. Isibo Jeef. Er ist so alt wie der Sand selbst. Halb verrückt, halb Wahrsager. Klingt nach einem Irren. Hoffentlich ist das keine Zeitverschwendung. Wenn uns jemand sagen kann, warum der Padawan den Sanddämon aufgesucht hat, dann er. Mit Jeef zu sprechen wird nicht ganz so einfach. Die kleine Farmersiedlung, in der er lebt, wurde von Exchange-Schlägern überrannt. Die Exchange verabscheut das Imperium, weil es sie aus Mos Eila vertrieben hat. Ich darf passieren, aber euch werden sie sofort angreifen. Nicht, wenn ich zuerst zuschlage. Sie werden mich erst erkennen, wenn es zu spät ist. Dann treffen wir uns also vor Isibo Jeeves Hütte. Ja. Okay. Haben wir direkt den nächsten Auftrag. Sharak Brief. Sharaks Brief. Na, ja, du kleiner Droide. Geh mal aus dem Weg. Keine Zeit für dein Gepiepe. Wir wollen groß und mächtig werden. Ja, eigentlich sind wir ja schon groß und mächtig. Will nur keiner glauben. Vor allem der Barras nicht. Den kriegen wir auch noch. Hoffe ich. So. Wo haben wir denn hier jetzt ein Terminal, wo wir zum Beispiel schon mal die Heldenquest annehmen können? Das wäre ja auch optimal. Aber irgendwie gibt es hier sowas nicht. Ah, hier haben wir noch einen Questmann. Hallo Questmann. Willkommen auf Tatooine. Hallo. Wenn ihr einen Moment wartet, kann ich euch den Weg zum Forschungszentrum beschreiben. Was für ein Forschungszentrum? Ich wusste nicht, dass es hier ein Forschungszentrum gibt. Ihr seid... Entschuldigt, mein Fehler. Ein Großteil des imperialen Verkehrs, der hier durchkommt, ist für die archäologische Expedition reserviert. Sicherheitssysteme, wissenschaftliche Ausrüstung. Sie sagen mir nicht, wofür. Wenn ihr länger hier verweilt, solltet ihr mit Captain Gola sprechen. Wir möchten uns nicht in Sith-Aktivitäten einmischen. Tja, und was erlaubt ihr euch? Es steht euch nicht zu, Vorschläge zu unterbreiten. Verstanden. Ich werde mein Bestes tun, euren Wünschen entgegenzukommen. Ja, pass bloß auf, du. Ich bin Lord. Dummlack, hätte ich was gesagt. Was schickt er uns denn, der Barras? Benutze, überreiche deinem Gefährten ein Geschenk. Toll. Danke, Meister. Was ein Idiot, ey. Was haben wir denn hier? GSE-Missionsdepot, GSE-Missionsterminal. Keine Ahnung, wofür die sind. Weiß nicht mehr, was ein GSI ist. Hier. Du hast doch hier bestimmt die ganzen Helden-2-Quests. Dankeschön. Diep, 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 diep. So.
Ja, in den letzten Tagen hat, ich habe den Namen vergessen. Biovea oder so? Ich glaube schon. Angefangen, mein Let's Play zu gucken. Nach 16 Folgen war er überzeugt, dass der Krieger besser ist als der Inquisitor. Und hat sich wohl einen Krieger gemacht. Bin ja mal gespannt, ob er damit zurechtkommt. Mein Sith-Lord, ich bedauere zutiefst, dass eure Angelegenheiten euch in dieses verlassene Ödland geführt haben. Wollt ihr der Exchange vielleicht einen Schlag versetzen? Je schneller das Imperium mit ihnen fertig wird, desto schneller können die meisten von uns wieder nach Hause. Diese Verbrecher schmuggeln unsere Sprengsätze aus Mos Ila raus und verkaufen sie der Republik. Wir müssen ihnen zeigen, dass das eine schlechte Idee ist. Und warum sollt ihr mich dafür rekrutieren? Nee. Man muss ihnen eine Lektion erteilen, Sweepers. Niemand bestiehlt das Imperium und kommt mit dem Leben davon. Vielen Dank, mein Sith Lord. Wir brauchen unsere Sprengsätze zurück und müssen herausfinden, wer ihre Operation leitet. Wenn ihr uns helft, bekommt ihr die Standorte aller verdächtigen Verstecke. Aber seid vorsichtig. Wir haben bereits einige gute Soldaten an die Exchange-Wachen verloren. Sonst noch was? Ist das alles? Die Verstecke säubern? Wir müssen auch die Drahtzieher aus dem Weg schaffen. Wenn ihr von ihren Männern angegriffen werdet, durchsucht sie. Sie müssen irgendeine Basis haben, eine Kommunikationszentrale. Die Sicherstellung der Sprengsätze ist wichtig. Aber wir müssen auch ihre Anführer beseitigen, um das Problem ein für alle Mal zu lösen. Ja, und weil du das nicht kannst, darf ich das jetzt machen. Toll. Dankeschön. Vielen Dank auch dafür. Idiotenpack, ey. Wofür bin ich eigentlich Sith Lord? Guten Tag. Kyla, ich brauche diese Wasserdaten. Ohne Bericht bekommen wir keine Versorgungsgüter mehr. Tut mir leid, Sir. Ich überprüfe das so schnell es geht. Sand in den Anzeigen. Mist. Holt ein paar Techniker aus der Region her. Vielleicht können sie das reparieren, während ich unsere Gäste begrüße. Gestatten, Baden-Gola, Imperialer Bergungsdienst. Ich habe Ausgrabungen auf Siost, Malakor 2 und Nimdrovis geleitet. Aber außer Hitze und Staub hatten wir nichts als Ärger. Seid nicht so redselig. Eure Beschwerden interessieren mich nicht. Wieso sind hier imperiale Truppen stationiert? Da müsst ihr euch an... Ah. Captain Gola und seine Crew unterstehen mir. Ich bin Darth Silta. Sie sind meine Hände und graben und schürfen dort, wo ich es nicht kann. Wir sind nach Tatooine gekommen, um ein Rätsel zu lösen. Von toten Männern und Wüstengeheimnissen. Nicht zur Eroberung, sondern wegen Energie. Ist das so eine Art Scherz? Euer Team sieht nicht so aus, als könne es einen Tag in der Wüste überstehen. Passt auf, was ihr sagt. Wir haben viele verloren, ja. Der Bruder des Captains starb in einem der Gräber von Duxur. Es war Kylas Bruder, mein Lord. Die Malras fraßen seinen Leichnam. Wie dem auch sei. Für diese heikle Aufgabe gibt es keine geeignetere Crew. Das Imperium fand kürzlich eine beschädigte Fähre, die durch den Raum trieb. Sie kam von einer Forschungsbasis der Cherka Corporation auf Tatooine. Cherka hatte Artefakte von Tatooine, die sie als Fund des Millenniums anpriesen. Mysteriöse Geräte mit der Energie einer Sonne. Aber einen Monat nach dem Start der Fähre verschwand ihre Forschungsbasis. Cherka tauchte nie wieder auf. Irgendwo in dieser Wüste liegt genügend Energie, um eine Welt zu zerstören. Eine Galaxis neu zu erschaffen. Mein Team wird die Cherka-Basis finden und mit ihr diese Artefakte. Wir werden ihre Geheimnisse erfahren. Begleitet ihr uns? Tja, ich suche überall nach Macht. Wenn hier solche Energie verborgen ist, werde ich sie erlangen. Ha, das ist wundervoll. Unsere Familie erhält Zuwachs, Captain. Wenn ihr das sagt, mein Lord, willkommen im Team. Nun, verteilt in der Wüste im Schutz von Höhlen lebt ein Volk, das sich die Söhne von Palawan nennt. Ein Stamm mit strengen Ritualen, der nach Tatooine kam, um sich gegen die Elemente zu behaupten. In einer Siedlung in der Nähe ist etwas, das wir brauchen. Wir nehmen, was wir brauchen. Sie werden kooperieren oder untergehen? Ja. Allerdings sind sie ziemlich mächtig, insbesondere da sie sich im Besitz von... Was war es noch, Captain? Experimentelle Kampfdroiden, die mit Turbolasern, Schilden und wer weiß was bewaffnet sind.
Cherka-Droiden, zweifellos von den Söhnen von Pallava umgebaut. Und die Stammesangehörigen wollen nicht teilen. Tja, dann holt sie euch. Wieso könnt ihr euch nicht selbst darum kümmern? Der Captain und seine Crew sind leider keine Soldaten. Seit das Imperium Mos Ila erobert hat, sind wir Eindringlinge für die Söhne von Pallava. Sie schießen auf jeden, der in ihre Nähe kommt. Aber wieso sollte euch das aufhalten? Wenn die Droiden wirklich von Cherka sind, will ich deren Geheimnisse lüften. Zerlegt sie. Schält die Droiden aus ihrer Rüstung und bringt dem Captain ihre Verbohirne. Dann werden sie uns zur verschollenen Cherka-Basis führen. Okay. Da du bist auch ein komischer Fiff, ey. Kannst nichts alleine. Kannst einen Trupp und der Trupp kann nichts. Na gut. Dann fangen wir mal mit den Sachen hier an. Wackel, 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 wackel. Ein bisschen warm hier, ne? Wackel, wackel. Ist nicht schlimm, wenn das warm ist. Was warm ist, kann auch wieder kälter werden. Weißt du doch. So. Nehmen wir mit. Hm? Wo ist denn hier noch was? Hey du. Muss man hier irgendwas machen? Sammle Kommunikationscodes. Sammle Kommunikationscodes. Kann ich aber nichts sammeln. Ich kann hier nicht mal anklicken. Okay. Hallo. Vielleicht muss ich da von der anderen Seite ran. Das kann natürlich sein. Ja, hier ist auch nichts. Was bist du denn für einer? Der Sicherheitsdruide. Alles sicher. Sicher, sicher. Hier ist eine Gruppenphase. Ist nicht so, als wenn ich mich hier nicht auskennen würde. Aber ich kenne mich hier nicht aus. Also es kann sein, dass ich an bestimmten Stellen, wo ihr denkt, jetzt muss da, dies muss, wo gehst du hin? Geh zurück, Idiot, zurück! Ja, das könnte passieren. Dann nicht böse sein, sondern einfach den Monitor anschreien. Und wenn die Eltern reinkommen, dann sagt ihr einfach, der hat Schuld. Boah, der Drehwerk, der ist so blöd. Boah, ich schreie den hier schon die ganze Zeit an und der geht dann einfach nicht hin. Mann, 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 Mann. Und wenn eure Eltern nicht mehr bei euch wohnen, oder ihr nicht mehr bei euren Eltern wohnt, seid froh. Ja, so einfach ist das. Guck mal, hier haben wir noch eine, so eine Bank. Können wir doch bestimmt was einlagern. Zum Beispiel die ganzen Rüstungen. Die können wir da erstmal reinpacken. Das ist ja schon mal was. Was ist das hier? Schrott. Können wir auch reinpacken. Das ganze Gedöns für die Berufe brauchen wir auch nicht. Schönheitskammer und Druine, bla 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 bla. Das können wir da reinpacken. Das können wir da reinpacken. Das können wir da reinpacken. Das ist noch Schrott, 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 Schrott. Den behalten wir mal. Sonst vergesse ich, dass ich wieder hier hab. Was ist das hier? Noch mehr Schrott. Na super. Schrott, Schrott, Schrott. Ja, und das ist der ganze Kram, den wir an unseren Gefährten verfüttern können, hätte ich fast gesagt, weitergeben können. Aber das machen wir nicht jetzt. Wir wollen ja auch mal ein bisschen weiterkommen hier. Wir wollen kämpfen. Töten. Wo sind wir denn hin? Bring das Signalgerät an dich. Okay, muss er denn irgendwo hier sein? Oder oben ist ein Ausbilder. Ausbilder. Was braucht man mehr? Hey du. Verlangt es euch nach Macht? Nö. Gut. Merkt euch,
Frieden gibt es nicht. Ja, ja. So. Frieden gibt es nicht. Ja, Frieden gibt es nicht. Frieden gibt es nicht. Was? Lass deine Furcht erstarren. Auch wieder ein CC-Gedöns. Reduziert den erlittenen Schaden. Das können wir eigentlich hier mit hinpacken. So. Was ist dit? Machttarnung. Verbirg dich mit der Macht. Bin versteckt. Abklingzeit 45 Sekunden. Aha. Hey. Keine Ahnung, ob ich das jemals brauchen werde. Vermutlich nicht.